Je zet uw nummer bijna verloren. Weet het? Ah, ik zal eens kijken. Hoi, ik ben Wouter. Meneer is gestoken in mijn been. Oh, dat is irritant. Ja. En deze dag ben ik een paar keer in mijn oor gestoken. Oh, nee, ja. En dat ging helemaal zo in mijn nek. Dat was vervelend. Dat is de laatste bevoorrading zeker nu, hè? Dit de tweede pas, hè? Nee, ja. Oh ja, dan komt er nog eentje dan. Ja. Wat is het parcours? Zo. Zo, daar wordt het motor. Ah, die motor. Genau. En kunt u dat niet verleiden? Je kameraad kwam er voorbij. Ja. Banaan, dat heb ik daar straks gemist. Dat is nog een heel eindje, hè. Junge, super. Du bist der Beste. Unglaublich. Goed, ja. Nog wat een band. Nog een band, hè. Ja. Okay.
Okay. Hier ist Gaspar, suchen wir. Wenn du da bist, Iris, wir treffen uns. Die auch Ton festgehalten. Und wieder einer, der an der Linie erstmal Stopp drückt. Paul Stippich, Raceblock S4. Und Joachim Meyer, MTB VD. You're finished. The third stage. Oh, it's Team Brandes. With Gerald Wirth and Christian. Sehr gut. Zurück bei den Masters. Der nächste, der über die Linie kommt. Sind fünf Etappen, insgesamt knapp 10.000 Höhenmeter. So ein rotes Blutorange. Ja. Also, also die schenke ich dir. Ja, danke. Und hier musst du halt dann zahlen. Ja, okay. Ich habe mich auf 10. Danke. Klassiker Deutschland, so wird der tituliert, da ist noch auch. Applaus für die Platzierten, die auf der Bühne sind, die Elena Landwehr und auf den Land. Ja, es ist noch ein Stückchen vom Rot aus. Und Sieger der dritten Etappe der Vorne Mann Weidmann Schwarzwald 2011. Er heißt Bart Ernst aus Belgien, Rabobank Giant Offroad Team. Und der Elite bleibt der gleiche, wie er heute Morgen war. Er wird morgen wieder im Trikot des Leaders. Multivelt Merida Viking Team, Andreas Kugler. Auf der 2 mit einem Rückstand von 54 Sekunden Hannes Gänze. Auf der 3 Markus Kaufmann. So kommt man täglich zu einer frischen Rekord. Merida Rekord, Team Zitronen.
Geschlechtspaar Simron. Noch ein Schluck kühles Nass. Hier sind Fotos. Gesamtwertung. Was für das 17. Turnier vorne ins Fahrzeug im Team auf 2 und Team DBG Power 1 Miles auf der 3. Der ist auf die zweite 20, 32 und 27, 39. Dann der Rückstand der Drittplatzierte auf das erste Team. So, das Tagesergebnis. Wir ehren in diesem Zugleich noch den neuen alten Leader, das Team Zertopia und Uli von das Pedal. Startet mit dem Trikot des Leaders in die vierte Etappe. Morgen früh dann wieder 9.45, 10.25 geht's los. VD Mountainbike Rand Schwarzwald. First time we go to Switzerland. Erste Mal, dass wir in die Schweiz rüberfahren. Ich habe es schon im Pforzheim erwähnt. Ich finde es eine ganz witzige und tolle Geschichte. Wir sind hier nur einen Steinwurf von Schaffhausen entfernt, also es ist nicht weit rüber für uns in die Schweiz. Wenn wir hier direkt reden, würden manche, die so oberhalb von Frankfurt kommen, wahrscheinlich kein Wort mehr verstehen. Hier wird richtig alemannisch geredet. Das tue ich euch jetzt nicht an. Morgen früh Start um 10.25 Uhr, Start at 10.25. We go from Donaueschingen through the town on the main road.